Hi, ihr Kinder des Markers. Willkommen zurück zu Dead Space. So, wir sollen die Ranke im Vorstandsraum beseitigen. Ich glaube, der ist hier. Jo. Dass wir endlich mal ein bisschen klar Schiff kriegen hier und den Marker dort bewegen können. Der ist nämlich ganz schön eingekreist von diesem ganzen Geschlotz hier. Ja. Meine Freunde, habt ihr euch das vorgestellt, als ihr euer Leben für die Kirche geopfert habt? Sieht dieses Gemetzel nach Transzendenz aus? Ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt. Nicht mehr. Aber ich weiß, dass unser Leben mehr ist als der Treibstoff für die Konvergenz. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir das Böse bekämpfen. Es ist noch nicht zu spät. Bitte! Ja, da hat er recht. Also Konvergenz ist es halt schon, aber irgendwie auch nicht so auf die feine Englische, wie man es gerne hätte wahrscheinlich. Guck mal, das sind die ganzen Kapitäninnen und Kapitäne. Der Ishimura, schätze ich mal. Es waren ja schon einige in der kurzen Zeit, oder? Ist das Matthias? Da lag einfach mal ein Goldhalbleiter. Ei. Den Raum kenne ich doch. Nope. Zertreten! Andere ihre Körper zertreten! Ja! So steht hier drin. CSC Aktionärsbroschüre 202. Bitte nicht weitergeben. Was ist planetarer Abbau? Beim planetaren Abbau werden Planeten und Monde im wahrsten Sinne des Wortes von speziellen Schiffen, den sogenannten Abbauschiffen, im Makrobereich zerlegt. Ganze Welten werden mit Hilfe von Gravitationsstrahlen aufgebrochen, um die reichhaltigen Flöze mit wertvollen Materialien, Mineralien freizulegen. Diese zerbrochenen Trümmerteile werden abgebaut, verarbeitet und dann an ihren Bestimmungsort verschifft. Sie haben vielleicht Berichte von Umweltschützern gelesen, in denen behauptet wird, dass die Zerstörung eines Planeten ein ganzes Sonnensystem zerstören kann, weil die Gravitationskräfte, die jedes Himmelobjekt auf seiner Umlaufbahn halten, gestört werden. Das glaube ich aber auch, ne? Also wenn der Mond weg wäre, hätten wir auch ein Problem. Der steuert ja die Gezeiten unter anderem. In einigen dieser abenteuerlichen Berichte wird behauptet, dass dadurch das gesamte System außer Kontrolle gerät oder die Planeten ineinander krachen. Wir verweisen besorgte Investoren auf den Artikel Sicher und nachhaltig, das Versprechen der CEC für die Gesundheit unserer Galaxie. Ja, genau. In dem die Wahrheit über den planetaren Abbau ausführlich dargelegt wird. Die kurze Antwort lautet, der planetare Abbau ist absolut sicher und leistet einen wichtigen Dienst für die Erde und die Kolonien. Von mehr als 3 Dutzend solcher Abbauvorhaben ist nur ein einziger Einsatz nicht optimal verlaufen. Kritiker verweisen oft auf die Vanat-Katastrophe vor 11 Jahren, bei der ein Abbauschiff, 3 Versorgungsschiffe und eine Kolonie durch ein Versagen der Gravitationsstrahlen verloren gingen. Alter. Es wird jedoch selten erwähnt, dass die CEC seitdem ihre Beziehungen zu den Herstellern verstärkt, sich zu regelmäßigen Seminaren für die Besatzung verpflichtet und Sicherheitsprotokolle eingeführt hat, um sicherzustellen, dass sich eine Katastrophe dieses Ausmaßes nie wieder ereignen kann. Vor dem Abbau werden die in Frage kommenden Welten sorgfältig nach ihrem Mineraliengehalt, ihrem Nettowert und der Sicherheit, mit der sie abgebaut werden können, ausgewählt. Die Abbauschiffe sind auch von unschätzbarem Wert für die Ernte von Asteroiden und abtrünnigen Planetoiden, die eine tödliche Gefahr für teure Infrastrukturen und Anlagen darstellen. Alter, wie lange geht das denn noch? Ich lese alles bis über uns. Ey, komm. Ja, komm, jetzt lese ich auch alles. Das Abbauschiff trifft nach 2,5 bis... Warte mal. Ah. Okay. Planetarer Abbau, eine detaillierte Übersicht. Die Erschließung von Planeten ist ein langwieriger Prozess, der sich in der Regel über 3 bis 5 Jahre erstreckt. Im Allgemeinen wird das erste Jahr mit der Erkundung und dem Aufbau der Kolonie auf dem Planeten verbracht. Um die Verluste so gering wie möglich zu halten, sind diese Kolonien in Bezug auf die Infrastruktur absichtlich sehr sparsam ausgestattet. In den nächsten 18 Monaten werden tektonische Ausgrabungen, die Wartung der Gravitationsstrahlen und damit verbundene Aktivitäten auf dem Planeten durchgeführt. Das Abbauschiff trifft nach 2,5 bis 3 Jahren ein, je nachdem wie weit die Vorbereitungen fortgeschritten sind.
Ja, sobald das Schiff in der Umlaufbahn ist, beginnen die Vorbereitungen für den Abbau der tektonischen Brocken. Dies dauert etwa eine Woche. Die Entfernung eines abgebauten Brockens vom Planeten in eine stabilisierte, geosynchrone Umlaufbahn dauert normalerweise etwa einen Tag, 24 Standardstunden. Während dieses Vorgangs brechen Milliarden Tonnen von Trümmern von der Unterseite des Brockens ab und bilden einen Asteroidenring um den Planeten. Während die schwebenden Trümmer extrem gefährlich sind, verfügen die Abbauschiffe über ein hervorragendes Asteroidenabwehrsystem, Arsch. Das Schiff und weitere Besatzung... Das Schiff und weitere Besatzung vor Schaden bewahrt. Weitere Informationen über unsere Arsch-Technologie finden Sie in der Begleitliteratur. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis der gesamte Planetenkörper zerkleinert und verarbeitet wurde. Kleinere Objekte wie zum Beispiel Asteroiden werden in die Minenschächte gezogen und direkt verarbeitet, wobei zur Verringerung des Abfalls direkte Verarbeitungsstrahlen eingesetzt werden. Wie Sie sehen können, überwiegen die Gewinnspannen des planetaren Abbaus bei weitem die der rein planetenverbundenen Operationen, die möglicherweise erst in Jahrzehnten rentabel sind und enorme Kosten für Personal, Infrastruktur, Ausrüstung und Versicherungen verursachen. Über uns. Die CSC Concordance Extraction Corporation ist das größte solare Abbau- und Förderungsunternehmen in den Erdkolonien und das fünftgrößte interstellare Unternehmen gemessen am Marktkapital. Seit unserer Gründung haben wir uns zu einem Motor der Industrie und zu einem wichtigen systemübergreifenden Arbeitgeber entwickelt. Mit einem großzügigen Budget für öffentliche Ausgaben und dank unseres engagierten Lobbybüros war die CEC stets in der Lage, eine starke Marktposition zu halten und sich politische Unterstützung zu sichern. Ja, natürlich Lobbyismus. Die CEC besitzt über 400 Deep Space Fahrzeuge, darunter 5 Abbauschiffe, deren Flaggschiff die berühmte USG Ishimura ist. Die CEC leistete Pionierarbeit bei der Scan-and-Catch-Technik, die heute zum Standard im Asteroidenabbau gehört. Und war das erste Unternehmen, das Schockpunktantriebe für die kommerzielle Nutzung einsetzte. Wir sind der größte Lieferant von Edelmetallen für kommerzielle Interessen im gesamten bewohnten Raum. Wir nehmen ihre finanzielle Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter ernst. Wenn Sie in die CEC investieren, investieren Sie in eine Zukunft, an die wir alle glauben können. CEC, die Menschheit mit Energie in die Zukunft führen. Oh, so. Was ein Text. Also, sorry. Sind jetzt wieder einige aufregende Lesestunde. Ich kann es halt nicht ändern. Okay, ich dachte eben. Sieht wild aus hier. Nicht noch ein Text. An Captain B. Matthias von unbekanntem Absender. Betreff vertraulich. Flottenposition bestätigt. An Captain Benjamin Matthias. Bezug nehmend auf unser Gespräch vor der Abreise, kann ich mit Freude berichten, dass die Anwärter eine erstklassige Stasekapsel für Sie an Bord der Heiligen Flotte der Kirche genehmigt haben. Glückwunsch. Ihre großzügigen Spenden im Laufe der Jahre haben bereits alle Kosten für die postmortale Stase und die Krypto-Konservierung gedeckt. Ich kann zwar nicht garantieren, welche Arche Ihren physischen Körper schützen wird, aber alle Schiffe der Flotte sind für einen jahrhundertelangen Betrieb im Deep Space ausgelegt und mit modernster Verteidigungstechnologie ausgestattet, die sicherstellt, dass die Konvergenz ungestört verläuft, wenn die heilige Stunde naht. Ich muss noch einmal betonen, dass dieser Platz direkt von der erfolgreichen Beendigung ihrer Pilgerreise abhängt. Sobald der Marker sicher in den Händen der Kirche ist und alle elektronischen Aufzeichnungen entsprechend geändert wurden, werde ich ihre letzte Ruhestätte unter den Gesegneten der Kirche, einschließlich Ortmann selbst, einrichten. Gepriesen seien der Marker und seine Propheten. Phoebe Tremaine, geheiligte Botin, Flottenauswahl und Sicherheit, Unitology Kirche. Der gesamte Schriftverkehr von und zu dieser Person wird überwacht. Die weitere Weitergabe von Informationen aus dieser Mitteilung an ketzerische Parteien ist strengstens verboten und wird mit der Beschlagnahme von Eigentum und oder Exkommunikation bestraft. Ja, super geil. Ich mache ein paar Minütchen länger, Leute. Das ist gerade ein bisschen... Das nervt mich selber. Jetzt packen sie die Textbatzen aus. Aber ist ja auch cool, ist eine Story, ne? Oh, hätten sie das mal bei Dings gemacht, bei Callisto-Protokoll. Die verdammten Unis haben das Kommando, bei denen bin ich mir sicher. Captain Matthias, Kine, Mercer, Holt, Carrillo, Pitts, Reedy, Maynard, Shandy, Espeleta, Navidad. Ne, Natividad. Feliz Navidad. Ist es Zufall, dass so viele leitende Offiziere Markeranbeter sind? Das kann kein Zufall sein. Ich erkenne ein manipuliertes Blatt, wenn ich es sehe. Update. Ich habe ein paar Akten geprüft. Viele dieser Versetzungen begannen, nachdem Direktor Eckhart mit dem Captain geplaudert hatte. Eckhart, seit wann schert sich die Chefetage um das Personal? Captain Eckhart! Ich kann den Namen nicht anders lesen. Ich muss da immer an Werner denken. Werner Beinhardt.
So, hier fehlen mir Karten. Zweiter Offizier, Jay Chick. Schick? Alles ja schick. Und Lieutenant Commander, Kommandant V. Holt. Ah ja. Den haben wir auch schon gehört, aber Schick habe ich noch gar nicht gehört. Oh, guck mal. Brrr. Gefährlich. Ist jetzt gut. Antenne aufgehoben. Danke. Sicherheitskarte wird erfasst. Oh, auch ein gutes Upgrade. Sicherheitskarte wird erfasst. Oder auch nicht. Ah! Ohne Spaß, ich habe jetzt wirklich ausnahmsweise mal nicht gesehen, obwohl ich immer auf den Boden achte. Ah! Du hast schon. Ich werde nicht auf meine Items verzichten müssen hier, ne? Ist hier schick. Oh, was ist das denn hier? Ah, das ist die Sequenz. Guck mal. Schlagen, schlagen, treten, schlagen, schlagen, treten. Warte mal, hatte ich die schon? Ich muss mal gucken in meinem schlauen Buch. Ich habe mir die nämlich aufgeschrieben. Ich habe es aus dem Netz dann halt gefunden, ne? Punch, punch, stomp. Punch, punch, stomp, stomp. Punch, 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 stomp, stomp. Ja! Die hatte ich schon. Sehr gut. Das finde ich ja cool. Das finde ich richtig cool, dass die hier steht. Da kann man aber auch dann irgendwie selbst drauf kommen, ne? Ich meine, wenn man den Hinweisen folgt. Die Ranke im Büro des Chief Stewards. Ah. Der Gang ist so sauber hier. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ich bin gespannt, ob... Ja gut, Harris wird wahrscheinlich noch ein paar Mal auftauchen, ne? Der ist ja so der Nemesis hier. Ja, yeah, weggefletscht. Mal den ganzen Scheiß kaputt. Zeig ich das. So, du kommst jetzt erstmal ins Lager. Ah, da ich die nicht mehr mit rumschleppen brauche. Die Billo-Halbleiter, Flammenwerfer und Energiekanonen-Upgrade. Ich kann den Anzug nochmal wechseln, aber ich denke mal, ich krieg bald den letzten Anzug dann. Sauerstoff. Er braucht schon Sauerstoff im All. So, weiter geht's.
Ah ja. Das ist dieser Kranke, der so rummatscht. Es ist immer dunkel. Dr. Kine. Hallo, ich bin Dr. Terence Kine. Wissen Sie doch, wir haben auf der Vela gesprochen. Wenn Sie es wirklich sind, lassen Sie mich rein. Ich muss den Knoten hinter Ihnen zerstören. Noch nicht? Wenn Sie mit dem Shuttle fliehen, bringen Sie uns alle um. Er sieht so jung aus. Von Aegis 7 warten, wurde das Wesen im Kern des Planeten geweckt. Mercer nennt das Kollektiv. Ein Nexus-Organismus, der diese Necromorphs telepathisch steuert. Wenn wir gehen, während das Kollektiv aktiv ist. Tja, Sie haben die Valle ja gesehen. Wenn nur ein Necromorph entkommt, ist die Menschheit am Ende. Aber der Marker. Amelia wusste es. Sie sagte, er würde die Bestie wieder in den Schlaf versetzen. Okay, wenn wir den Marker nach Aegis 7 zurückbringen, wird der Ausbruch gestoppt? Genau. Aber wir müssen ihn mit dem Shuttle zum Planeten bringen. Sie haben einen Singularitätskern? Ich kann Sie durchlassen. Was sagen Sie dazu? Wenn wir es so beenden können, Deal. Wunderbar. Ich kann Mercer ablenken, aber nicht lange. Und bringen Sie den Marker zur Shuttle-Rampe. Schnell! Alles klar. Aber ich muss erstmal die Tentakel loswerden. Danke, Mr. Clark. Dass ich meine Fehler wieder gut machen konnte. Dr. Kine ist auch ein guter, muss man sagen. Das ist kein schlechter Charakter. War auch im Original ja auch nicht. Freigabe bestätigt. So. Ja, ich muss wohl warten, bis er raus ist. Ja. Mach den Scheiß kaputt hier. Noch ein Textlog. Legendenerzähler. Wahrscheinlich habe ich alle Textfiles. Nexus Organismus. Am Anfang war sie nur eine Stimme, aber jetzt ist sie wieder eine ständige Begleiterin. Ich hatte vergessen, wie sehr mich ihre Anwesenheit beruhigt. Und wie immer sieht sie den Kern des Problems. Der Marker muss zurückgegeben werden. Vielleicht gab es eine Art Unfall, eine Art Trennung. Stimmen sich der Marker und das Kollektiv immer ab oder kann sich das Kollektiv den Einfluss des Markers irgendwie entziehen? Wie auch immer, wenn diese Theorie richtig ist, werden die beiden jetzt, zerstritten sind, wenn der Marker das Kollektiv unterdrücken kann, würde das die Fäden des Puppenspielers mit einem Schlag zerschneiden. Im Nachhinein scheint es offensichtlich, diese Necromorphs haben keine Intelligenz, wie sollten sie auch. Dennoch steckt ein klarer, wenn auch rudimentärer Zweck hinter ihren Handlungen, insbesondere dem Sammeln von Leichen. Sie folgen eindeutig dem Drang, lebende Organismen zu töten und Biomasse zu sammeln. Aber woher kommt dieser Trieb? Wie werden sie von ihm gesteuert? Teilen alle von einem Marker verwandelten Necromorphs sind alle Mitglied der Band? Ist es wie ein Rudelinstinkt oder kommuniziert das Kollektiv tatsächlich telepathisch? Und wir sind die Ersten, die das beobachten? Ich gebe nur ungern zu, dass das Grauen des Markers mich immer noch fasziniert. Ich glaube, ich verstehe meinen Vorgänger, die den schwarzen Marker studiert haben. Jetzt besser. Der Weg zur Hölle beginnt mit prinzipienloser Neugier. Wie töricht. Ich hätte es wissen müssen, dass die Sabotage der... Dass die Sabotage der Triebwerke nur eine Notlösung ist. Kehren wir zur Erde zurück? Fällt der Marker dann wieder in die Hände der Kirche? Ja, Amelia, es gibt eine Alternative. Immer. Okay, er ist hier reingegangen. Aber... Hat er die Tür hinter sich deaktiviert, oder was? Hier war... Ja, hier ist er wohl durch. Ah, okay. Frecher Kerl, hat er einfach mal alles zugemacht hinter sich. So, Spezialfähigkeit, Energieknoten ist geborgen worden, Flammenwerfer und... Strahlenkanone. Lass mich raten, Kapazität. Ne, Flammenwände brennen deutlich länger. Erhöht die Reichweite des Primärfeuers und Treibstoffkapazität wird erhöht. Und Energiekanone.
Hä, das war immer noch nicht das letzte. Gravitationsfelder verursachen Schaden und haben einen größeren Radius. Und ja, da fehlt halt noch eins, ne? Never should have brought it aboard. Ja, man hätte das Ding niemals an Bord bringen sollen, da sind wir uns wohl einig, ne? Das hat nämlich alle hier gekillt auf der USG Ishimura, der Marker. Das wissen wir ja jetzt. Yeah. Haben wir's. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Geil. Nicht was dagegen, gegen das, was ich jetzt machen werde. Schweine. So. Verladesteuerung. Ist da unten noch was gewesen eigentlich? Wir haben ihn. Installieren Sie jetzt den Singularitätskern im Shuttle. Ich helfe Ihnen, den Marker zu verladen. Verdammt, Mörser ist gleich da! Beeilung! Ja. Lass mich erst mal gucken, es wird eh nicht auf die Minute jetzt ankommen. Hundertprozentig nicht. Ja, alles gut. Die Tür da unten hat mich jetzt echt gefuchst, die eine. Mit dem kleinen Räumchen dahinter. Auch in die Bank gemeißelt. Du, guck mal das Gesicht. Oh. Okay, der ist jetzt da runtergefahren worden. Oh, das ist ja direkt hier. Krass. Ich dachte, ich muss jetzt erst noch ein Stück laufen. Explosivkanister. Nice. Nicer Scheiß. Guck mal, überall liegt Explosivkram rum. Hallo? Kannst du jetzt mal... Danke. Hier so ungefähr rumliegen habe, steht da. Das ist meine Escape-Ecke. Oh, ich finde das so ein geiles Detail, dass in der Nähe des Markers alles, guck mal. Oh, alles so verschwimmt und ich so einen Blur-Effekt kriege. Ekelhaft, aber voll gut. Warten. Triebwerke, um die Installation der Hardware abzuschließen.
Szeniere den Singularitätskern, habe ich. Gut. Zünde den Antrieb probeweise. Haha. So. Erstmal ein paar Sachen noch zu treten. Oh, schöne. Wow. Du kleiner Scheißer. Au. Au, was? Was soll der Scheiß jetzt? Meine Backe, ey. Das Auto bist der Allergeilste, ne? Die Seite bitte. Das ist ganz schön flott, oder? Harris, komm mal her jetzt. Ja, komm mal her, fein. Ja, fein. Ich zeig dir mal, was man schön zum Triebwerk noch machen kann. Arschlöcher brutzeln. Ja! Das war's, Harris. Der kann dir nicht mehr wehtun. Scheiße! Oh! Was zur Hölle? Du kleiner Pisser! Ja, dass du auch konvergiert wirst. Du wirst einfach nur ein Haufen Biomasse, du Schwein. Alter.
Hören Sie mich? Mr. Clark! Mr. Clark, kommen! Verdammtes Schiff! Sie leben, Altman. Altman kann auch zur Hölle fahren, Kendra! Bin hier. Aber jeder Alarm auf der Ishimura ist losgegangen. Kritische Schäden an den internen Systemen. Der Marker hat das Schiff durchbrochen. Irgendetwas zog ihn in den Frachtraum. Kein! Fliegen Sie das Shuttle zum Hangar. Ich suche den Marker. Natürlich. Amelia, schnell! Warte, Dr. Kein? Der Captain ist tot wegen diesem Irren. Wir können ihm nicht trauen, wenn es um den Marker geht. Er sagt, dass er zurück auf den Planeten muss, um es zu beenden. Wir müssen es versuchen. Bin unterwegs zum Frachtraum. Ping Nicole an und sag ihr, wohin sie gehen soll. Überlass das mir. Danke. Wenn ich den Marker habe, kommen wir alle hier raus. Bewahrer des Glaubens. Tag der Abrechnung fertig. Offene Wege. Schade, jetzt hätte ich gerne noch gewusst, ob der was gedroppt hat, der Jäger. Aber gut. So, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt länger gemacht habe, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht so viel länger. Also sorry für den Lesepart, aber es gab ja ein bisschen Story, aber... Ja, ich muss eigentlich jetzt gleich los. Ich bin schon wieder ein bisschen in Eile, es tut mir leid. Deswegen, ja. Morgen geht's weiter. Leider hat nur ein Part heute wieder, auch wegen Hogwarts. Ich hoffe trotzdem, ihr habt Spaß gehabt und ich würde mich über Likes und Kommentare freuen. Wir sehen uns wieder zu Dead Space. Bis dann. Tschüss.